Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Grim Tales 2, das Vermächtnis. Wir befinden uns in der ersten Erinnerung und sind auf der Suche nach irgendwas. Keine Ahnung, warum springen wir in die Erinnerung? Das sind so die Momente, wo ich mir jetzt so ein Tagebuch wünschen würde. Einfach um jetzt nochmal nachlesen zu können, was genau die Story eigentlich ist. Ich erinnere mich noch, wir sind in das Schloss gekommen. Dann sind da ein paar überdimensionierte Hunde durch die Gegend gelaufen, mit denen ich nicht Gassi gehen wollte. Und dann war da dieser blaue Schlumpf, der irgendwas gefaselt hat, von wegen, ich muss in die Erinnerungen rein. Und ja, da sind wir nun. In den Erinnerungen. Da leuchtet was. Ah ja, ein Fass. Der einzige Weg hinein ist zu bohren. Kann ich bohren? Habe ich einen Bohrer? Was habe ich denn überhaupt im Inventar? Ja, die letzte Aufnahme ist ja tatsächlich fast 2 Wochen her. Weil die letzten beiden Folgen, die habe ich hintereinander weg aufgenommen. Und von daher, wir haben eine Figur. Ach ja, da hoffe ich ja immer noch, dass wir da keinen Glitch haben werden, von wegen, dass wir diese Figur nicht hätten mitnehmen dürfen, aber das wird schon gut gehen. Batterien, ein Blatt, eine stumpfe Heckenschere. Weißt du, mit dieser stumpfen Heckenschere könnte man eigentlich in diesen Pfropfen rein hier so bupp und könnte den rausziehen, rein theoretisch, aber das wird nicht funktionieren. Das war klar, weil Madame ist sich da wieder zu fein zu improvisieren. Okay, wir können jetzt in den zweiten Stock oder wir können zur Steintreppe oder zurück zum Garten. Ich glaube, wir haben am Ende der letzten Folge diese Tür geöffnet, deswegen gucke ich da jetzt erstmal rein und hebe. Was ist denn das hier? Ich hätte jetzt gesagt ein Pinsel, aber es ist ein Holzhammer, okay. Das ist ein überdimensionaler Malerpinsel. So. Da ist was Auffälliges. Die Steine hier sehen lose aus. Kann man da mit der Heckenschere rumprokeln? Natürlich nicht. Aber vielleicht können wir mit dem Hammer draufhauen. Auch das ist nicht möglich. Na gut. Dann eilen wir erstmal weiter. Ich spiele natürlich hier nach wie vor auf dem Laptop und deswegen mit Touchfeld, nicht mit Maus. Dann geht's zur Brücke. Deswegen, also falls ihr euch wundert, wieso, dass sie so ein bisschen so statt eine fließende Bewegung einmal rüber ist. Jetzt bin ich einmal ganz über das Touchfeld rüber und bin dann mal halb durch den Bildschirm. Ne? Von daher. Und warum ich mich vielleicht nicht ganz so schnell hier steuere, wie man es von mir nicht gewohnt ist. Gut, hallo Vögelchen, der guckt echt böse. Habe ich dir was getan? Vögel legen ihre Nester mit allem Möglichen aus. Ich sollte dieses Vöglein füttern. Ja, natürlich! Warum auch nicht? Hier mit dem Hammer drauf und gut ist. Na. Was haben wir denn hier? Sägespäne. Jetzt sag mir nicht, du steckst dir gleich Sägespäne in die Hose. Die Sägespäne könnten etwas verbergen. Ich sollte sie wegblasen. Ja, oder du nimmst einfach die linke und die rechte Hand, machst wühl, wühl und fertig ist. Aber nein. Ja, da könnte man sich einen Fingernagel abbrechen. Madame braucht einen Blasebalg. Ohne Worte. Das Sägeblatt fehlt. Das habe ich auch nicht in meiner Hose stecken. Okay, dann, was haben wir denn hier? Ernsthaft, was ist das? Ein Bohrer. Natürlich. Klar. Steht hier an der Brücke. Warum auch nicht? Die Brücke ist oben. Ich komme nicht hinüber. Hinüber kommst du schon. Du kommst dann nur nicht wieder zurück. Obwohl, wenn ich mir das so angucke, du könntest hier darüber springen. Das schaffst du. Das ist nicht weit. Das sieht man so schon. Und Rückweg kannst du hier runter. Und hier einmal durch diesen Bach gewartet. Oder hier über die Steine. Ja, weil hier ist ja extra ein Weg. Guck mal da. Ja, dann bist du wieder hier. Aber nein. Da mache ich mir ja die Socken nass. Und da ein Gesicht im Stein. Und das ist auch die Brücke hier, ja, da. Diese Brücke. Na gut. Guck mal, eine Aussparung.
Der Mechanismus für die Flussbrücke ist blockiert. Ich sollte das blaue Relief wieder einsetzen, um ihn zu aktivieren. Warum das blaue Relief? Kann das nicht auch ein rotes sein? Oder ein grünes? Ja, müssen wir immer so wählerisch sein in der Auswahl unserer Reliefs? Bevor ich jetzt den Bohrer benutze, gucke ich hier erstmal hoch. Ach so, das war das kaputte Fenster, wo wir, ja, okay. Und ich dachte, wir hätten tatsächlich vielleicht mal mehrere Möglichkeiten, wie wir weiter vorankommen könnten, ja? Na gut. Also ich weiß, dass Gronkh das Spiel ja auch mal gespielt hat, aber der hat das nicht beendet. Der hat relativ zum Ende hin wohl irgendeinen Glitch gehabt, wo es nicht mehr weiterging. Ich hoffe, den kriegen wir nicht auch. Warum? 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 Warum liegt in diesem Fass ein? So, und jetzt schneiden wir uns das Holz zurecht, weil so ist das ja zu lang, um das auf den Abgrund zu legen. Ja, das schneiden wir jetzt durch und dann. Aber jetzt liegen da noch mehr Sägespäne. Schneiden, bevor 21, 22, 23. Jetzt mal ernsthaft, warum mussten wir das? Egal. Ist mir jetzt egal. Das sieht nach Wimmelbild aus. Ja, also das ist definitiv schon mal Luisas Werkstatt hier. Obwohl, nee, das ist zu aufgeräumt da. Aber hier, da, also Luisa war hier. Definitiv. Definitiv. So, da ist schon mal der Spielzeug-Dino. Der ist mir natürlich gleich ins Auge geschossen. Der Bauer, das ist doch bestimmt eine Schachfigur, die wir suchen. Irgendwo. Warum auch immer wir jetzt das Bedürfnis haben, eine Schachfigur mitzunehmen. Da. Pinsel. Schleuder. Ist das so eine Schleuder im Sinne von Zwille oder im Sinne von Katapult? Im Sinne von Zwille. Da ist er. Ja, man weiß ja nie so genau, weil mit den Übersetzungen nehmen sie es teilweise echt nicht so genau. Da sind die Sandalen. Ich möchte auch nicht wissen, warum hier Brot steht. Und ich möchte auch nicht wissen, wie lange das Brot da schon steht. Spitzhacke natürlich direkt neben der Rohrzange, wo auch sonst. Die Eidechse ist da oben, ja, auch schon gesehen. Und ist das direkt daneben die Spule? Nein, ist es bedauerlicherweise nicht. Aber die Shisha, die muss natürlich, die gehört in jede gute Werkstatt. Und obendrauf eine Erdbeere. Lecker. So, und die Spule, von der ich gehofft hatte, dass ich sie irgendwie so nebenbei entdecke. Was leider nicht der Fall war. Wodurch es jetzt der letzte Gegenstand ist, den wir noch brauchen. Und ich hier einfach irgendwelches sinnloses Zeug vor mich hin plappere, während ich ganz akribisch dieses Bild absuche, in der Hoffnung, irgendwo diese vermaledeite Spule zu entdecken, damit es mit dem Spiel weitergeht. Spule, 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 ich spule, spule, spule vor oder zurück. Da. Und wir nehmen die Spitzhacke, damit ich vermute mal, die ist für die Steine bei der Treppe. Eine Spitzhacke für die Spitzsteine bei der Spitztreppe. Eine Werkbank, ideal, um etwas zu bauen. Ja, und die passende Aussparung für das Gebaute ist auch schon zu sehen. Na gut. Die Pläne besagen, da ist das blaue Meter-Dingsbums. Was? Die Zeichnung einer Frau. Bauen wir uns eine Frau. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Eine Harpunenkanone.
Warum eine Harpunenkanone? Ich brauche ein festes Seil, das mein Gewicht halten könnte. Jetzt wollen wir auch noch darüber, ja? Eine Harpunenkanone, doch ohne Harpune. Okay, wir brauchen also ein Seil und eine Harpune. Das wird ja immer komplizierter hier. Das ist. So, mit der Werkbank müssen wir noch irgendwas bauen. Okay, so viel habe ich verstanden. Da brauchen wir die Harpune und das Seil. Jetzt gucken wir erstmal, was sich hinter den Steinen verbirgt. Das sind Animationen der Extraklasse hier übrigens. Und hinter den Steinen verbergen sich Steine. Hier, hast du Hunger? Sie macht das immer unnötig kompliziert, diese Frau. Und das erste Minispiel der heutigen Folge. Was ist denn unser Auftrag? Bewege alle Steinringe auf den linken Stab. Ein größerer Ring kann nicht auf einem kleineren platziert werden. Nutze den mittleren Stab, um sie zu vertauschen. Wir spielen wieder die Türme von Hanoi. So, das ist einfach nur ein stupides Hin und Her jetzt hier. Bis wir dann quasi den, den wir da drüben haben wollen, tatsächlich halt auch da drüben haben, ne? Nee, das war blöd. Nee, warte mal doch. So. Meinen hier für einen Blödsinn? Mache ich gerade Blödsinn? Nee, warte mal, ich mache keinen Blödsinn. Doch, ich mache Blödsinn. Das könnte ich alles viel schneller und eleganter lösen, wenn ich nachdenken würde, statt einfach hier drauf loszuklempnern. So, jetzt den wieder da oben hin. Den jetzt hier drauf. Jetzt den kleinen darüber, damit ich den grünen erstmal da runterholen kann. So, dann haben wir nämlich die dicke Platte schon mal da unten. Und jetzt ist es noch ein stupides Hin und Her. Komm her jetzt hier, bis wir die Ringe dann alle da drüben haben. So, jetzt den da drauf und finito. Und schon funktioniert die Brücke wieder. Meine Brücken haben auch immer so einen Sicherheitsmechanismus. Viel besser als ein Code. So, guten Tag. Ei, was verbirgt sich denn da im Fluss? Es sind das Knochen. Ich sollte das Wasser anstauen, um zu sehen, was darunter ist. Na gut, dass wir ein paar Steine mitgenommen haben. Für ein Fledermausrelief. Ein Reliefstück, Entschuldigung. Ein Fledermausreliefstück, von dem wir noch nicht wissen, wo es hingehört. Ja, nee, ist klar. Ja, die Sägespäne willst du nicht mit der Hand wegschieben, aber im Matsch wühlen, um den Regenwurm da rauszuholen. Alter. Der Regenwurm ist für den Vogel, oder? Und wofür ist der Matsch? Ja, wird sich schon noch zeigen. Wie praktisch. Jemand hat just einen Glasschneider hier vergessen, wenn ich nur ein paar Handschuhe hätte. Haben wir aber nicht. Kommen wir später wieder. Und eine Dusche gibt es ja auch. Oder ein Spiegelrahmen von mir aus auch. Jemand konnte sein Spiegelbild wohl wirklich nicht ausstehen. Ich werde mich auch nicht fragen, warum hier mitten in der Pampa eine Spiegelhalterung steht. Ich nehme das einfach so als völlig normal hin. In eine Wolfshöhle wagt es sich besser nur mit einer Taschenlampe oder irgendwie sowas in der Art.
Na gut, gehen wir mal den Vogel füttern. Weil das ist gerade so das Einzige, wo ich noch wüsste, wie es jetzt weitergehen soll. Mir. Das sind so die Momente, wo ich wünschte, ich hätte eine Facecam. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, wenn ich bedenke, dass dieser blöde Vogel auf einer Rasierklinge gesessen hat, ja? Wie blöd ist das denn? Jo, aber jetzt fehlt mir gerade wirklich so ein bisschen der Anhaltspunkt, wie es weitergehen könnte. Also gucken wir doch einfach mal, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Mal guck mal, hier wird dann die Harpune gespannt, denke ich. Sprenge den Brückenmechanismus. Das ist ja unsere Abschlussaufgabe. Das werden wir jetzt noch nicht machen können. Setze das Fledermausrelief im Springbrunnen ein. Wunderbar. Seht ihr, das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Springbrunnen. Hallo, ach, da unten. So. Klicke auf Plus oder Minus jeder der vier Zahlen, damit die Gleichung am Ende der Zahl oben entspricht. Nutze alle vier Zahlen. Ah, ja, okay. Das war einfach. Oh nein! Sag mir nicht, ich muss davon wirklich 8 Stück machen. Okay, dann müssen wir jetzt als allererstes mal überlegen, wie wir auf eine 8 kommen, hinten, mit den Zahlen, die wir da haben. Okay, das ging auch noch. Warum immer nur so bestimmte? Kommen wir auf die 1. Okay, ja, es hält sich in Grenzen, es geht noch. Die 13 erreichen wir am sinnvollsten. So schon mal nicht. Also, warte mal. Klar funktioniert das so. So, 23. 23 wären. Irk. Jetzt, Moment, Moment. Das schon mal nicht. Kann ich das wieder rückgängig machen? Nur mit neu, ja? Okay. So, das hatte ich alle abgezogen, ne? Nee, so schon mal definitiv nicht. Aber so. Ach, drei noch. Dreimal noch Kopf rechnen. Die 22 entspricht die
über einen großen Zahlen werden wir mit ziemlicher Sicherheit gegeneinander aufwiegen müssen. Und jetzt haben wir verloren. Okay. Wenn wir die alle zusammenzählen, kriegen wir was? Kriegen wir 44. Aber wir müssen ja immer noch eine 54 loswerden hier. Das ist wahrscheinlich ein Plus. Und das ist ein Plus und die beiden sind Minus. Dann kommt es nämlich hin. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr denken und mein Gehirn noch mal einschalten. Ist einfach wild drauf loszuklicken und dann funktioniert das schon irgendwie. Okay, also nicht so wie jetzt gerade zum Beispiel. Und 19 sind leider auch nicht 27. Aber so wird ein Schuh raus. Okay, und für die 18. Machen wir es so. Und dann habe ich es auch schon fertig. Wunderbar. Und der Springbrunnen. Was? Dieses Spiel ist in der Lage, flüssige Animationen darzustellen? Ich wurde betrogen. Ab ins unheimliche Gewölbe. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir hier unten. Okay. Ah, dann schießen wir hier die Harpune hin. Von da so. Zur Folterkammer. Ja, nee, ist klar. Oh. Lord Grey hat eine eigene Folterkammer in seinem Schloss. Machen wir nicht. Hat das nicht jeder? Ohne eine Vorlage weiß ich nicht, wie ich hier Hände positionieren muss. Ich wüsste das wahrscheinlich nicht mal mit Vorlage, aber ich lasse es mal so stehen. Wasser ist gut zum Durststillen und noch zu so viel mehr. Manche dieser Sprüche kann sie sich echt sparen, oder? Hier ist eine Schleifmaschine. Da können wir Klingen schleifen, zum Beispiel die stumpfe Heckenschere wieder. Und ein Schleifstein ist dies nichts weiter als eine kuriose Konstruktion. Na gut, einen Schleifstein habe ich natürlich noch nicht im Inventar. Was ich habe, ist die Zeichnung einer Frau. Manchmal sitze ich einfach nur schweigend da und überlege mir, was ist da gerade passiert? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein beschissener Ernst jetzt, oder? Ein Fächer, sag mir nicht, der ist für die Sägespäne, dann raste ich aus. Weil das ist sowas von dämlich. Okay, gucken wir uns mal die Folterkammer etwas genauer an. Die äußere Jungfrau ist verschlossen. Ich brauche eine Art Keil, um sie zu öffnen. Das ist ja richtig Keil, was wir hier haben. Dieses Symbol gibt mir ein luftiges Gefühl. Der Schlossmechanismus ist nicht zugänglich. Es muss etwas geben, das alle vier Schlösser aktiviert. Okay, da gibt dir ein luftiges Gefühl. Warte mal. Ich komme hier wieder raus. Ah, so. Hier fehlt ein Flachrelief. Wie heißen? Auch extra eine Aussparung für da.
Und hier ist das Seil für die Harpune, aber wir haben ja immer noch keine Harpune an sich. Gut, aber was wir haben ist, wie gesagt, ein Fächer für die Sägespäne. Ohne Worte, echt, das ist echt ohne Worte. Weil den hätte man mit den Händen da unmöglich finden können. Ich verstehe schon, warum wir da unbedingt einen Fächer für brauchten. Das ist jetzt der Keil für die eiserne Jungfrau, wo wir gerade herkommen. Ich kann den Keil nicht weiter hineintreiben. Hätte ich irgendeinen Hammer, wäre die Sache erledigt. Sag mal, kannst du auch irgendwas alleine? Die Harpune. Ich hatte schon befürchtet, da wäre ein Wimmelbild drin. Ja, also in Grim Tales kann man echt nichts ausschließen. Okay. Die Harpune, das heißt, hier geht's jetzt weiter. Okay, also erst die Harpune laden und dann das Seil dran und dann Feuer frei, Commander. Sorry. Oh, das ist die Grace-Turm. Das kann nicht Grace-Turm sein. Das sieht ja aus wie bei Luisa zu Hause. Warum haben die immer überall Essen stehen? Das ist total widerlich. Dynamit. Dynamit. Luisa, was für einen Kerl hast du da geheiratet? Der hat, nehmen wir das Dynamit dann zum Sprengen des Brückenmechanismus, aber wir haben doch noch gar nicht alle Rätsel erledigt dann. Oder ist das doch nicht das Lösung dieser, das Lösung, Alter. Die Lösung dieser Erinnerung, dass wir die Wölfe aufhalten. Bevor sie dem Baby etwas tun, dem armen, kleinen, süßen Baby. Ein Notenschlüssel, ein Saxophon kann sich doch nicht wirklich verstecken hier. So. Machen wir noch eine Mausefalle. Eine Muschel. Da ist die Schleife. Die eigentlich eine Fliege war, aber na gut. Farbe. Farbe. Hier ist überall Farbe, wollte ich nur mal angemerkt haben. Der Basketball, der hängt da oben. Eine Halskette. Und ein Kreuzschlüssel. Jetzt fange ich wieder an zu suchen. Gut, dafür sind Wimmelbilder ja auch da, ne? Das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache. Naja, beschwere ich mich auch nicht. Will schon überlegen, hier sind so viele Bilder in den Hintergrund eingelassen. Hier diese Maske zum Beispiel, hier ist eine Krone, da ist ein Fisch. Ob einer dieser Gegenstände, die wir noch suchen, höchstwahrscheinlich am ehesten die Muschel, vielleicht auch als so ein Bild irgendwo im Hintergrund versteckt ist. Da liegt ein Hamburger in der Fensterbank. Da liegt ein Hamburger in der Fensterbank. Und ein angebissener Apfel hier oder was das sein soll. Das ist. Also die beiden haben sich echt gesucht und gefunden. Das passt wie Arsch auf Eimer. Das ist die Halskette. Passenderweise um den Hals, wie es sich gehört. Ist noch so eine komische Maske. Ist das die Farbe? Nein. Was ist denn hier die Farbe? Das da?
Das, Tatsache, das war die Farbe. Das sah von vornherein so komisch aus da. Dann hätte ich mir eigentlich schon denken können, dass das einer der gesuchten Gegenstände ist. Aber uns fehlen immer noch eine Muschel und ein Kreuzschlüssel und ich bin gerade so ein bisschen blind. Das Gefühl. Denn ich sehe weder das eine noch das andere. Was zur Hölle ist das da? Bist du eine Muschel? Nein. Auch du bist keine Muschel. Der Kreuzschlüssel war ein tatsächliches Kreuz. Ja, nee, ist klar. Da ist die Muschel. Und nehmen wir doch nicht das Dynamit mit, obwohl unsere Aufgabe ist, den Brückenmechanismus zu sprengen. Na gut. Nicht hinterfragen. Wo haben wir dieses Kreuz schon mal gesehen? Das war unten in der Folterkammer, oder? Kann mich natürlich auch irren. Das sind die Handschuhe. Das heißt, wir können das Teil aus dem Gebüsch holen da. Was? Nur ein Ring mit einer bestimmten Gravur kann diesen Tresor öffnen. Und hier fehlt die Glühbirne. Aber eine Glühbirne, nee, haben wir nicht, oder? Batterien hätte ich im Angebot. So, in den Topf kommt Wasser, das ist schon mal klar. Wenn man nämlich die Erde schon, da, diese Tür, da sind doch die vier Elemente gewesen, ja? Feuer, Erde, Wasser, Luft. Erde haben wir schon im Inventar, Wasser holen wir uns jetzt hier. Luft haben wir eigentlich auch schon mit dem Fächer, den wir noch im Inventar haben, obwohl wir die Sägespäne weggefächert haben, das hat was zu sagen. Das heißt, wir brauchen nur noch Feuer. Vermute ich einfach mal. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Tun jetzt erstmal das hier mit den Handschuhen daraus. Ein Glasschneider. Und irgendwo Glas, was geschnitten werden muss? Kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Das kreuzförmige Flachrelief. Eine Glühbirne für den Scheinwerfer, wo wir wieder ganz dahin zurückrennen müssen, wo wir eben schon waren. Nee, jetzt hole ich mir in der Folterkammer erstmal das Wasser. So, und jetzt können wir gucken gehen, was wir mit dem Scheinwerfer anfangen können hier. Der scheint in die Wolfshöhle, oder? Und wetten, der scheint in die Wolfshöhle. Oh, ist ja schon übersichtlich geworden hier. Stelle einen Spiegel her. Ah, okay. Öffne den Tresor, da brauchen wir aber den Ring mit der Gravur für. Bringe den Spiegel zurück in den Rahmen. Erleuchte die Passage zur Höhle. Gut, die Passage zur Höhle ist erleuchtet. Aktiviere die Zellenschlösser. Und schärfe die Schere. Was für eine Schere? Achso, die Heckenschere, aber da brauche ich einen Schleifstein für. Den ich bedauerlicherweise noch nicht habe. Ich wollte hier nochmal gucken, was wir hier brauchen. Ein Flachrelief. Das könnten wir eventuell in der Wolfshöhle finden. Da brauchen wir jetzt den Spiegel für. Okay. In dem Fall bin ich gerade ein bisschen ratlos, wie es weitergehen könnte.
Na gut. Sorry, ich muss mal. Lege das Glas auf den Tisch in der Werkstatt. Was für Glas? Wo habe ich denn das Glasfragment her? Das habe ich wieder nicht wahrgenommen. Scheiße. Halt. Halt. Zurück, zurück, zurück. Ich bin ein zu weit. Ich bin ein zu weit. Okay, und dann natürlich mit dem Glasschneider. Ohne eine Vorlage kann ich mit mir nicht im Rechten sein. Dafür vielleicht das Blatt. Dieses Spiel ist berechenbar. Ja, jetzt haben wir die Vorlage, dafür haben wir unsere Rasierklinge geopfert, weil was soll ich mit einer Rasierklinge? Das ist ja total übertrieben. Vorlage drauf. Glasschneider. Nehmen wir mit, natürlich. Und erleuchten damit jetzt die Wolfshöhle. In der sich keine Wölfe befinden. Dafür war Luisa hier und hat als ein Wimmelbild hinterlassen. 7 plus 8 ist 15. Ein Granatapfel. Da sind Johannisbeeren, Tannenzapfen, Till. Telefon, Schnuller, da das Flachrelief, das kriegen wir hier, wunderbar. Brauchen wir so welchen Revolver? Nein, wir brauchen die Schildkröte. Sind wir bei Stephen King oder was? Der dunkle Turm, die Schildkröte. Quasi der Gegenspieler zur Spinne. Die Spinne ist ja Pennywise. Ja, das King-Universum ist miteinander verbunden. Durch den dunklen Turm. Da gibt es ja auch einen Film zu, oder soll ein Film rauskommen, oder irgendwas in der Art. Ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist oder nicht. Werde ich mir aber erstmal nicht angucken, weil ich die Bücher noch nicht fertig habe. Da ist das Telefon. Ich bin jetzt bei Buch 5. Buch 5 von 7. Mal weiter mit beschäftigen. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe zwei Anläufe gebraucht, um wirklich reinzukommen. Aber als ich dann erstmal drin war, ist das erste Buch fertig habe, ab dem zweiten wird es richtig gut. Das erste ist mehr so, naja gut. Das ist eine gewisse Einführung. Eigentlich geht die Story erst mit dem zweiten Buch so richtig los. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. King schreibt allgemein ganz interessante Romane. Lasst euch da von den diversen Verfilmungen nicht abschrecken. Die meisten King-Verfilmungen sind nicht sonderlich gut. Auch von The Shining war ich nicht wirklich überzeugt. Aber das Buch ist richtig gut. War das nicht mit Nicholson sogar? Shining? Der Film, meine ich. Ich sollte allgemein mal wieder so ein bisschen mehr über Serien und Filme und Bücher und alles sprechen, gerade ja so auch beim Wimmelbild absuchen, wie wir das früher ab und zu gemacht haben, wo ich dann irgendwelchen Horrorspielen drüber gesprochen habe, was man so an Horrorfilmen, an Horrorbüchern sich zu Gemüte führen könnte. Das war schon was. Das war auf jeden Fall mehr als nur so, also hier, also hier. Das ist, glaube ich, auch etwas unterhaltsamer. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel mehr unterhaltsamer. Ich spreche schwer.
Ganz schwierig. Ich finde den scheiß Mond nicht, Leute. Glaubt ihr das? Ich finde den Mond nicht. Wo ist der Mond? Zeig mir den Mond. Zeig ihn mir. Na komm. Wo ist der Mond? Ja, wo ist er denn? Ist das der Mond da? Nein. Das ist nicht der Mond. Vielleicht suche ich auch falsch. Der Mond, nach dem ich jetzt suche, das ist so dieser typische Halbmond, ne, diese Halbmondsichel, aber vielleicht suche ich ja einen ganz anderen Mond. Vielleicht suchen wir ja einen Vollmond oder was weiß ich. Das da ist kein Mond, ne, das ist nämlich eine Sonne. Wahrscheinlich suche ich das Gegenstück dazu. Dann wäre es aber mit ziemlicher Sicherheit ein Halbmond, also so eine Mondsichel. Nur finde ich sie nicht. Habt ihr sie schon gesehen? Gebt mir noch mal einen Tipp. Ich bin da zum Dorf zu. Es kann nicht wahr sein, dass ich den Mond nicht finde. Von all den Gegenständen, die wir jetzt zu suchen haben, finde ich ausgerechnet den Mond nicht. Wie traurig ist das bitte? Der Hexer war auch schon hier. Kann nicht wahr sein. Kann ich einfach sagen, das ist der Mond und gut. Da fliegt eine Rakete zum Mond. Vielleicht soll ich dir einfach mal folgen. Das kann nicht wahr sein hier. So viel ist doch auf dem Bild auch nicht drauf, dass ich einfach den Mond nicht finde. Ich bin gerade maßlos überfordert. Ich bin völlig überfordert damit. Ich finde den Mond nicht. Ich habe den Mond nicht verdient. Es kann nicht wahr sein. Okay, ich beiß an. Was? Das da ist der Mond. Hätte ich doch 10.000 Jahre suchen, wenn ich nie im Leben gefunden. Das ist ein Witz. Das war echt ein Witz jetzt. Kann ich nicht anders sagen. Das war lächerlich. Ah, hier ist das Feuer. Das letzte Element. Jemand hat hier viele Nächte verbracht und sich am Feuer gewärmt. Wir erhalten einen Feuerstein. Kiss you. Ich wusste nicht, dass Wölfe besonders an Fotos hängen. Hast du immer noch nicht so weit geschaltet? Kannst du immer noch nicht dir herleiten, was hier vor sich geht? Das ist echt traurig. Baumwurzeln haben die Nische überwuchert. Hier brauchen wir bestimmt die Heckenschere für. Na gut. Machen wir mal die Kerkertür auf. Wir müssten theoretisch alles dabei haben, was wir dafür brauchen. So, hier unten kommt der Wind rein. Ist das denn? Klicke auf die roten Pfeile unten, um den roten Würfel zu bewegen. Schiebe die grauen Würfel mit Hilfe der roten auf die blauen Edelsteine. Die grauen Würfel auf die. Gut, den kann ich ja erstmal nur so schieben.
Kann es sein, dass ich schon verkackt habe? Jetzt sowieso. Das ist gar nicht so einfach. Wie ich den da weg? Ah, okay. Okay, das ist einer, der einfach schon richtig sitzt. Was passiert denn? Dass ich es erstmal so mache, quasi den dahin schiebe. Aber hier oben komme ich dann nicht mehr weiter, ne? Da oben komme ich dann nicht mehr weiter. Ach, Alter. Alter, ist das räudig. Muss ich ja. Nu. Theoretisch den da reinschieben, aber dann ist auch Schluss. Nee, das ist mir jetzt zu doof. Ich resette das. Pass auf, ich mache mir die vier Dinger schon mal auf hier. Das machen wir noch. Hier ist Wasser. Ist ja genauso schlimm. Das ist ja genauso schlimm. Den versuche ich jetzt aber noch mal kurz. Nein, warte. Das war jetzt doof. Scheiße, das war doof. Okay, weiter. Nächstes Schloss. Dass ich mir die wenigstens angucken kann, dass ich dann bis zur nächsten Folge mir einen Plan zurechtgelegt habe. Wie wir diese Rätsel. Ach du Scheiße! Alter. Das ist ja echt nicht ohne hier. Na gut, jetzt habt ihr alle vier Schlösser einmal gesehen. Da soll sich der Zukunftstrio mit auseinandersetzen, denn das war Grim Tales 2 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.